willkommen bei Magenta TV. Tja, und das gibt's ja schon seit vielen Jahren, Goldene Bild der Frau. Und hier habe ich jetzt eine Preisträgerin von 2011. Hallo, stellen Sie sich doch mal bitte bei uns vor. Ja, hallo, ich bin Dagmar Hirche, Vorsitzende vom Verein Wege aus der Einsamkeit. Bei uns dreht sich alles um das Alter. Und was ist da Ihre Aufgabe oder mit welchen Problemen kommen die Menschen auf Sie zu? Also unsere, im Moment seit anderthalb Jahren versuchen wir das Alter verstärkt mit in die digitale Welt zu nehmen. Wir haben ein Projekt, das heißt, wir versilbern das Netz, das 1x1, der Tablet und Smartphones für Menschen 65 plus. Absolut, das ist natürlich klasse. Also jetzt sind jetzt alles so richtige Best-Agers-YouTuber. Und einen schönsten Frauen des Abends. Ja, hi, grüß dich. Wir trinken nach ein Glas Champagner zusammen. Ja, man trifft hier viele, viele alte Freunde und Bekannte und Weggefährten. Ja. Und ich war auch 2011, war ich auch da und ich kann mich auch an Sie erinnern. Ja, ich hatte so ein blaues Kleid mit Blümchen drauf. Ja, es ist wirklich, also man, es ist wirklich etwas, wo ich ganz genau weiß, gerade ältere Leute, die haben ja dann oftmals Zeit und die können sich ja ruhig natürlich auch mit diesen neuen Medien beschäftigen und warum sollen immer nur die jungen Leute im Netz unterwegs sein? Gerade für die Älteren eröffnet sich dann natürlich auch eine ganz neue digitale und auch gesellschaftliche Welt. Ja, es ist halt so, gerade wenn man mobil eingeschränkt ist, wie mein Vater zum Beispiel mit 88, der kann nicht mehr raus, aber der ist unheimlich medienaffin, der hat ein Tablet, spielt zu Hause Schach und alles online. Alles online. Also ich bin ja auch erst seit kurz vorm Dschungel im Internet per Facebook unterwegs. Davor hatte ich damit überhaupt nichts am Hut. Und auf diesem Weg möchte ich jetzt all meinen treuen Facebook- und YouTube-Fans und Freunden einen herzlichen Gruß schicken. Bleibt mir treu. Und ich schicke an meine Fans, denn wir haben eine Facebook-Seite mit auch immerhin schon 5100 Fans. Sagen wir auch Hallo von der Gala Bild der Frau. Ja, also schöne Grüße vor allen Dingen an Pia, meinen ganz besonders treuen und schreibfreudigen Fan. Ah, tschüss.